Genau, ja, also erstmal herzlich willkommen in der Session. 45 Minuten haben wir. Ich habe die Session ja mal genannt, Making of LernOS All-Stars Camp 2020. Ich sehe schon in der Reihe, sind einige dabei, die letztes Jahr bei dem Event schon dabei waren. Idee für die Session ist jetzt, dass ich euch mal so ein bisschen die Hintergründe erzähle zu der Veranstaltung. Also sprich, wie kriege ich so ein Community-Event von, es findet normalerweise in Präsenz statt, hin zu, es findet virtuell statt. Und vielleicht auch nicht nur die Vorträge oder Sessions finden virtuell statt, sondern was kann man machen, um auch so die Interaktion und das Community-Teil sozusagen virtuell zu machen. Ich würde jetzt mal gerade noch bei mir die Bildschirme ein bisschen umschalten, dass ich euch parallel auch sehe. Moment. Ich habe den Link zu dem Pad habe ich euch in den Chat gepostet. Den könnt ihr auch gerne aufmachen. Da ist ganz unten ist so eine Überschrift drinnen mit eure Fragen. Das heißt, ich hatte es mir so vorgestellt, dass ich jetzt am Anfang mal ein bisschen euch einen Impuls gebe und ein paar Sachen erzähle. Könnt ihr natürlich auch gerne zwischenfragen. Es sind eine überschaubare Menge Leute. Und dann im zweiten Teil wir einfach auf Fragen eingehen. Falls einer coole Ideen hat, was wir noch machen könnten, können wir das natürlich auch gerne machen. Soll ich mir überlegen, dass wir die Session jetzt aufbauen. Jetzt habe ich auch den Chat im Blick. Also wenn da Fragen kommen, kann ich das auch gern mit beantworten. Ja, also so ein bisschen zum Hintergrund. Für die, die LernOS nicht kennen, das ist ja so ein Projekt von uns. Laufzeit von 2016 bis 2022, wo wir die Kernideen, wir kommen so aus bei Cognion aus dem Konzept oder aus dem Themenfeld Wissensmanagement und Lernen der Organisationen. Und wir bündeln quasi die Erfahrungen seit 2001 in so drei Leitfäden erstmal. LernOS auf individueller Ebene, auf Teamebene, auf Organisationsebene. Und dann gibt es so Methodenleitfäden, Barcamps, Community Management und so weiter. Also es ist quasi das LernOS Camp ist eine Veranstaltung einer Community, die gemeinsam Inhalte entwickelt und die sich idealerweise halt auch einmal im Jahr trifft, um sich zu synchronisieren, um neue Dinge zu planen. Die schon mal auf dem Corporate Learning Camp waren, kennen das ja vielleicht. Wir sind zur Vorgeschichte. Wir haben bei uns sogenannte Bench-Learning-Projekte. Da habe ich euch auch die Links immer hier reingepackt. Das sind Projekte, wo wir einmal im Jahr mit so einer Gruppe von ungefähr, sind immer so 8 bis 12 Firmen, uns ein heißes Thema schnappen und uns damit ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr beschäftigen. Man sieht hier 2012 soziales Intranet zum Beispiel, jetzt so neuer bisschen Office 365, Digital and Connected Work. Und es gab in 2013, gab es das Thema Future of Learning and Future of Working, in Anlehnung an das Harold Diarchi-Zitat, dass Arbeiten und Lernen ja irgendwie zusammenschmilzt und das Gleiche wird und die Grenzen immer mehr verschwimmen. Und daraus kam damals der Management 2.0 MOOC. Joachim habe ich gesehen im Call, er war damals auch schon dabei. Das ist so der MOOC, der Blueprint geworden ist für Corporate Learning 2.0 MOOC dann und den MOOCathon und jetzt letztendlich auch das MOOC Camp. Also mit dieser Taktung Auftakt am Montag und dann Live-Sessions und so weiter. Ich habe den deswegen mal aufgemacht, weil wir damals schon angefangen haben, so ein bisschen was die visuelle Identität von Events angeht, zu spielen mit Memen, die man kennt, die so bekannt sind. Und damals, wie ihr seht, hier mit dem Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber. Dann beim LernOS-Camp zeige ich euch dann noch, wie das da umgesetzt ist. Das sind einfach so die Idee, so Hingucker zu erzeugen, wo man dann erstmal so nachliest. Wir haben da ein halbes Jahr bestimmt die damals auf dem Notebook gehabt und man hat so einen Termin oder auch im Zug gesehen, dass Leute da schnell drüber gucken. Dann wandern die Augen wieder zurück und Interesse ist geweckt. Genau, es gab dann in der Wissensmanagement-Szene, also wer die kennt, Joachim wiederum war auch da lange, auch in der Moderation, die NoTech. Das war so die zentrale Wissensmanagement-Konferenz, habe ich auch mal aufgemacht, wie gesagt, links alle im Pad. Die ist 1999 gestartet und die Bitkom, die Branchenverband für IT, haben die 2015 eingestellt, weil sie dann in Richtung Big Data abgeschwenkt sind. Und damals haben wir in der Community schon gesagt, wir brauchen eigentlich was diese Funktion des jährlichen Klassentreffens irgendwie auffängt, weil das war die Funktion der NoTech, für Leute, die lange dabei waren, seit den 90er Jahren, kam da nicht mehr so viel Neues, weil man die Leute eh gekannt hat, die was machen. Aber man war halt einfach 2, 3 Tage am Stück zusammen, konnte Pläne schmieden und auch mal so Sachen hinter den Kulissen austauschen. Und das fällt weg.
Das haben wir damals dann genutzt und haben dann unter dem Label No Touch sozusagen eine Nachfolgeveranstaltung gemacht. Ja, wo man hier auch im Wiki sieht, da ist glaube auch der Joachim irgendwo dabei, ne? Siehst du dich? Carsten sehe ich da, Karl-Heinz sieht man hier. Du hast auch was dabei, Joachim, oder? Ganz rechts, ganz rechts, abgeschnitten. Abgeschnitten? Ja, warte da mal. Genau. Vielleicht ist es, weil ich es vergrößert habe. Ja, genau. Genau, also das war quasi die No-Touch. Bisschen kleinere Veranstaltungen, so Größenordnung 60 Leute, gute 60 Leute, also der harte Kern der No-Tech, wenn man so will. Na, und dann parallel ist dieses LernOS-Projekt losgelaufen. Es gab aus einem der Community-Calls, da hatte ich mal so einen Tweet abgesetzt und habe gesagt, Mensch, es wäre doch cool, wenn man so ein virtuelles Barcamp zu LernOS mal machen würde im nächsten Jahr. Und da hat dann kurz vor Weihnachten 2018 der Alex Rose von der Lebensversicherung 1871 in München darauf geantwortet, na, wenn du eine Location im Münchner Zentrum suchst, um das zu machen, ich hätte da eine. Dann haben wir kurz telefoniert, ne, und die Lebensversicherung, die sitzt in München, also 5 Minuten Laufreichweite vom Hauptbahnhof, also sehr zentral. Dann bin ich im Februar da einmal hingefahren. Da war eigentlich klar, dass wir kein virtuelles Camp machen, sondern ein physisches. Das hat dann im Juni stattgefunden. Ich mache mal hier ein bisschen die Seiten, die wir schon hatten, zu. Ist das für mich leichter? Genau, das war die Landingpage für das Camp, 25. Juni 2019. Der Vorabend-Event, wir haben das als eintägige Veranstaltung gemacht. Also eigentlich war der Haupttag quasi der 25. Für den Vorabend hatten wir einen Bereich im Hardrock-Café in München gemietet. Ne? Und man sieht halt da, mal auch mit diesem visuellen Design so ein bisschen gespielt, hatten quasi so ein Lernrock-Camp draus gemacht. Gab es dann auch T-Shirts dazu und Aufkleber und Stifte und so weiter hier. Bei mir liegt auch, liegen ganzen Kugelschreiber noch rum und Armbänder. Und hatten quasi Veranstaltungen, wo wir an dem einen Tag dann früh Impulse hatten. Das muss man hier unten eigentlich noch irgendwo sehen. Genau, früh gab es Impulsvorträge. Wir hatten erstmal so den Raum aufgespannt. LernOS auf individueller Ebene besteht ja aus Working Out Loud, Scrum, OKR und GDD. Und Nachmittag dann typisch Barcamp, selbstorganisierte Sessions. Und als neues Element, haben wir ja letztes Jahr im Corporate Learning Camp auch ausprobiert, diese sogenannten Community Assemblies. Also Tische, wo Teile der Community, die zum Beispiel an einem Leitfaden arbeiten, so wie die Sketchnoter in Sketchnoting-Leitfaden schreiben, sich eben den ganzen Tag treffen können, arbeiten können, wo jemand kommen kann, was ausprobieren kann, Fragen stellen kann. Und in der Feedback-Runde dann, sowohl vor Ort schon, als auch dann hinterher in den Feedback-Kommentaren, kam dann ziemlich klar, dass eigentlich ein Tag zu kurz ist für so ein Community-Event. Also dass das länger sein muss, insbesondere halt sozusagen, um den einen Tag wirklich für Sessions und Assemblies freizuhalten und jetzt so die Impulse in den Vortag zu verlagern. Komme ich auch nachher noch drauf. Für uns war jetzt 2 Tage eigentlich war zu lang. Das wollte man nicht, weil das dann auch wieder heißt, man muss noch mal einen Tag vorher anreisen. Also die Idee für dieses Jahr war jetzt eigentlich gewesen, das 1,5-tägig zu machen. Da komme ich aber gleich noch dazu. Genau, wir haben eine Community-Plattform. CommunityCognion.de, die haben wir dann als Homebase quasi gewählt. Ne? Das sieht man hier. Das ist sozusagen, kann man hier nochmal gerade auf die Startseite, habt ihr das auch mal gesehen? Wurde so ein bisschen hinter die Kulissen. Also das ist so typisch soziales Netzwerk, Diskussionsplattform, wo Themen diskutiert werden. Da sieht man hier so den Aktivitätenstrom. Kann aber auch thematisch reingehen, ne? Und sich da Themen aussuchen. Community Call zum Beispiel war heute gerade. Ne? Da findet man dann die Agenda und worüber da gesprochen wird. Und wenn die Community da ist, da sind so 1200 Leute drauf oder so, dann macht es Sinn, oder haben wir zumindest damals gesagt, macht es Sinn, hat sich eigentlich auch bewährt, quasi die Veranstaltung auch darüber laufen zu lassen. Das heißt, man sieht hier, es ist im Nachgang eingefügt, Dokumentation wie YouTube-Playlist, Podcast, den wir gemacht haben, Bilder, der Film, aber eben auch während der Veranstaltung die Talks, verlinkt immer mit den Leuten, die halten. Und dann am nächsten Tag auch das Barcamp-Raster eben gleich immer mit einzelnen Seiten verlinkt, wo dann die Hintergründe drauf sind. Sozusagen alles komplett auf dieser Community-Plattform Connect. Auch die Planung offen und transparent. Das gab fürs Orga-Team, gab es einen Chat. Also gibt's so einen, wenn ich hier in den Chat-Bereich gehe, müsste man eigentlich irgendwo
Beirat, Moment, nochmal hier rein. Da sieht man schon hier LostCamp 20 Orga-Chat. Ne? Also wir haben einen Chat immer im Hintergrund in so einem Orga-Team laufen. Dann gibt es halt hier quasi die Intro, wer ist dabei, ne? Dass man sofort im Orga-Team auch sieht, wenn neue Leute dazukommen. Die einzelnen Meetings haben hier so einen Protokollbereich, ne? Wo man halt nachlesen kann, was da besprochen worden ist, also sozusagen die Dokumentation, Rollenzuordnung und unten dann halt auch das ganze Konzept, also Catering, Technik vor Ort, Bilder, ne, wie zapfen wir die PA an, um Ton zu übertragen und so Geschichten. Na, dass man sowas einfach alles an einem Ort hat. Auch die ganzen Checklisten, was müssen wir mitbringen, was müssen wir bestellen, was muss ausgedruckt werden. Nur das macht eigentlich Sinn, in irgendeiner Art und Weise immer so einen One-Pager zu haben, dass man mit einem Link quasi da ist, wo alles steht oder zumindest wo alles verlinkt ist. War da gerade eine Frage? Ich habe so leise was im Hintergrund gehört. Ich habe wow gesagt. Wow, in welche Form? Ich bin beeindruckend, also toll. Ja, wir hatten es früher auch mal komplexer. Irgendwie bewährt sich das so, irgendwie dieses alles an einem Ort. Dafür wird die Seite lieber länger. Macht es einfach, gerade wenn man so, das sind für uns auch Projekte, ne, die eigentlich neben unserer eigentlichen Projektarbeit laufen. Also normal machen wir halt auch ganz normal Projekte mit Organisationen. Und so ein Community-Event muss dann so nebenher quasi mitorganisiert werden. Und dann guckt man halt da, wo man sich Arbeit sparen kann, sich die dann auch zu sparen. Genau, dann schwingen wir mal ein bisschen über. Wie gesagt, der Plan war ursprünglich gewesen, das Camp 23. 24. Juni diesen Jahres zu machen bei der Telekom in Bonn. Das ist der Hintergrund der, es gibt so eine Anzahl von 8 LernOS-Supportern. Knut ist da, von der DATEV zum Beispiel. Alex, 11871. Winnie von der Telekom. Und wir versuchen dann, das Camp quasi immer da zu machen, wo halt Supporter sitzen, weil da dann aus den Organisationen auch viele kommen, die Sessions machen, die ihre Erfahrungen berichten. Und so hat man eigentlich das Erdgeschoss des Headquarters der Telekom in Bonn. Da hätten wir komplett bespielen können, hätten theoretisch sogar im Plenum auf 400 Leute gehen können, weil das der Ort ist, wo sie auch ihre Pressekonferenzen und so weiter machen. Und es war eigentlich so bis, sagen wir mal, eine Woche vor Ostern in den Telcos, war ja alles noch so ein bisschen ungewiss, was man machen kann und was nicht. Ich hatte schon so ein Bauchgefühl, nachdem er gemerkt hat, wer alles absagt. SAP, der Thomas, auch von den Supportern, hatte mir gesagt, sie haben ihre ganzen Präsenz-Events bis Ende des Jahres schon abgesagt. Microsoft hat ihre Veranstaltung bis Mitte nächsten Jahres abgesagt. Und irgendwie war vor Ostern mich jemand gefragt hätte, worauf ich mein nächstes Gehalt setzen würde, hätte ich gesagt, LernOS Camp kann auch nicht in Präsenz stattfinden Ende Juni. Und so war es dann auch. Es war dann klar, dass quasi mindestens bis Ende Juni keine Präsenzveranstaltung in der Größe stattfinden kann. Und wir haben dann sozusagen über Ostern entschieden, das Camp zu verlagern. Kurz war so die Idee da, ob man es in die zweite Jahreshälfte schiebt. Aber ihr habt das ja vielleicht selber gesehen, ganz viele Veranstalter, die jetzt versuchen, das wirklich noch in Präsenz zu machen, die liegen jetzt alle Oktober, November, teilweise Dezember. Das heißt, das wäre uns erstens zu spät gewesen, zweitens halt total im Eventgedränge und drittens haben wir jetzt halt auch im ersten Quartal und jetzt April ganz viele virtuelle Events gemacht, sowohl interne als auch externe und haben das dann einfach ein bisschen als eine Challenge gesehen, sozusagen auch die Community-Aspekte von so einem Event, also nicht nur die Sessions und Vorträge, sondern auch sowas wie Abendveranstaltungen und informellen Austausch und Kaffee-Ecken irgendwie ins Virtuelle zu übertragen. Das heißt, irgendwann vor 2 Wochen ist dann diese Seite aktualisiert worden. Wir haben dieses Jahr das Motto LernOS All-Stars Camp, angelehnt an Converse All-Stars. Ne? Kennt ihr vielleicht die Turnschuhe, T-Shirts, wie auch immer. Haben das hier auch alles aktualisiert. Also sprich, da ging dann die Info raus, weil man auch gemerkt hat, die ganze Ticketbuchung, dass Leute kommen. Das ist natürlich im März komplett eingebrochen. Die schon ein Ticket hatten, haben gefragt, findet es denn jetzt statt oder nicht? Und da war halt einfach wichtig, sehr früh auch Klarheit zu schaffen, damit einfach klar ist, es findet statt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euer Ticket stornieren. Wenn ihr dabei sein wollt, seid dabei. Und wer jetzt eben Interesse hat, noch mitzumachen, der kann eben noch mit dazu stoßen. Und so ein paar Zusatzsachen überlegt. Also auf der einen Seite wird es relativ viele Möglichkeiten geben von so virtuellen Kaffee-Ecken und Launches. Da kann ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Wir haben ohnehin so ein kleines Webinar gelauncht, so ein Online-Kurs, gute Audioqualität für Training, Videokonferenz und Klassenzimmer.
tun wir jetzt allen Teilnehmern eine Freikarte schicken, damit wir so im Sinne von Qualitätssicherung sicherstellen, dass möglichst viele im LernOS Camp eine gute Audioqualität haben. Vielleicht habt ihr das jetzt in den letzten Wochen erlebt. Da gibt es ganz viele Leute, die halt in so einem halligen Raum sitzen und einfach in ihr iPad reinsprechen und so. Und das will man wahrscheinlich nicht haben, wenn man 24 Stunden am Stück quasi an einem Event teilnimmt. Genau, und wir werden auch die Erfahrungen, also von welchen Events nehmen wir jetzt welche Elemente mit rein, probieren die aus, hinterher in so ein Lessons-Learned-Dokument packen. Das kriegen dann auch alle im Nachgang zugestellt. Genau, also was sind so die Kernelemente? Es gab ein Planungsdokument wieder auf Connect, kann ich auch zeigen, will ich euch nicht vorenthalten. Das ist aber im Wesentlichen veraltet, das steht auch hier oben drin, bla bla bla, ist dann hier verlinkt in das Wiki, komme ich gleich drauf. Ne, hier ist im Wesentlichen der gleiche Ablauf, ne, da Veranstaltungsdesign, Tickets und die Tage und so weiter. Ne, da ist, hier sieht man schon Raumbuchung, ne, das sind quasi die ganzen Räume im Telekom-Headquarter. Ja, das haben wir dann aber umgeswitcht, weil die Entscheidung quasi war, wenn wir ein Event machen wollen, wo die Teilnehmer sehr viel mitgestalten können, dann braucht man ein bisschen ein Medium, was, mit dem man flexibler arbeiten kann. Dann gab es über Ostern im Chaos Computer Club das DWOC als so eine Wochenendveranstaltung. CCC ist eigentlich immer Usus, jede Veranstaltung hat ihr eigenes Wiki. Und das hat irgendwie so gut funktioniert, ne, dass hier quasi die Entscheidung war, wir gehen mit der Homebase von Connect auf ein Wiki. Wir machen als Chat parallel eine Telegram-Gruppe, also alle, die kommen zur Veranstaltung, kriegen so einen Einladungslink in die Telegram-Gruppe. In dem Wiki findet auch der Call for Participation statt. Und das würde ich euch jetzt mal zeigen. Also mal größer. Kann man das so sehen? Ja, gut, Simon. Ja. Kann man sehen, okay. Ja, gut. Genau, also das ist quasi das Lost Camp Wiki. Da ist auf der einen Seite nochmal so ganz knapp die Info, worum geht's. Auch der Hinweis, Wiki entwickelt sich jetzt natürlich bis zur Veranstaltung immer weiter. Wir halten das ständig oder daten das ständig ab mit allen Infos. Hier ist für die Teilnehmer drin auch nochmal die ganze Informationen, was können Sie ab jetzt schon tun? Also Sie bekommen wöchentliche Infomails, wo wir Sie schon mal bitten, Sessions einzureichen, Ihr Profil anzulegen, an dem Audioqualitäts-Online-Kurs teilzunehmen. Wir boarden die Leute nach und nach in den Chat on, sagt man das so? Moment, zeige ich euch auch mal. Ne? So ähnlich wie wir das jetzt vor Corporate Learning Community haben, gibt es quasi einen ähnlichen Chat für das LernOS Camp. Oder Leute schreiben, ich habe den Zugangslink zum Wiki nicht gekriegt, wie füge ich ein Bild in mein Profil ein, macht die und die Session Sinn. Das läuft quasi ab jetzt hoch, weil die Idee bei Barcamps ist, dass die Interaktion vorher schon hochgeht und nicht wie bei Konferenzen erst, wenn ich auf der Veranstaltung aufschlage. Wir haben diese Community Calls monatlich, wo wir halt jetzt heute Vormittag war der 11 bis 12 Uhr das erste Mal so den ganzen Ablauf vorgestellt haben. Es gibt den Call for Participation. Ich zeige euch das mal gerade im Programm. Also Programmablauf ist so, dass am 23. Es einen virtuellen Check-in gibt. Also die Leute checken ein, richtig mit Ticket und werden empfangen von echten Menschen. Ja, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass die einfach so in der Videokonferenz aufschlagen, sondern die Experience ist ganz ähnlich wie auf einem physischen Barcamp. Die Check-in machen, haben dann im Hintergrund auch richtig so ein Check-in-Desk im Branding vom LernOS Camp. Und ab 16 Uhr ist dann quasi die Eröffnung. Joachim und der Karl-Heinz sind die zwei Moderatoren. Also da werden wir jetzt auch die nächsten Wochen uns wieder ein cooles Anmoderationsskript überlegen. Ja, und so wie letztes Jahr auch gibt es dann so einen Blog mit drei Impulsen. Ich mache da immer so ein State of LernOS, also sprich, erkläre mal so ein bisschen, wo wir jetzt stehen seit 2016 und was die nächsten Jahre bringen. Dann haben wir die Madia Niehaus, das Vice President Digital Transformation von der Telekom, die quasi mal berichtet, welche Rolle LernOS in der Telekom spielt im Kontext lebenslanges Lernen. Und der Winfried Ebner, der was erzählen wird zum Thema Menschennetzwerke, Communities of Practice bei der Telekom. Dann gibt es eine kurze Pause und dann gibt es diese Lightning Talk Session. Wer das nicht kennt, Lightning Talk ist quasi ein Vortrag, immer nur 5 Minuten. Den verwenden wir einfach, um Themen anzuteasern oder auch nur einen ganz kurzen Überblick zu geben. Wenn jemand sagt, wir haben jetzt gerade einen Leitfaden fertig, LernOS-Leitfaden, würden den gern vorstellen. Und dann haben wir quasi Raum, 60 Minuten für 12 mal 5. Zeige auch gleich noch, wie der Call for Participation aussieht.
Und abends gibt es eine Abendveranstaltung, da sage ich dann auch im Detail nochmal was als letzten Punkt. Genau, unten, Moment, gerade nochmal zurück. Unten quasi klassisches klassisches Barcamp-Raster mit den Uhrzeiten. Wir haben die LernOS-Supporter quasi hier oben, nach denen haben wir die Räume benannt. Telekom-Raum ist das Plenum, so wie wir es halt vor Ort auch gehabt hätten. Wir haben als kleine Änderung hier die Pausen zwischen den Sessions verlängert, also von normalerweise 15 auf 30 Minuten. Weil typischerweise muss man sich mal die Beine ein bisschen vertreten und vielleicht guckt der eine oder andere in die E-Mails. Also man braucht ein bisschen mehr Zeit. Und wir wollen da auch noch ein Element einbauen, wo wir so dieses Zufallsbasierte, was in der Pause passiert. Also ich treffe mich zufällig mit jemand in einem beim Kaffee holen oder ich gehe aus einer Session raus und spreche mit dem. Das werden wir durch so einzelne Breakout-Räume, die quasi als Kaffee-Ecken benannt sind. Und auch so ein Zufallskonzept, wo wir im Vorfeld Leuten Würfel schicken und sie würfeln und gehen dann quasi in den Raum, der ihrer Würfelzahl entspricht. Und darüber kriege ich halt so ein zufälliges Zuordnen von Personen zu Räumen. Und also ein bisschen diese Hackathon-Metapher, also sprich von 16 Uhr am einen Tag bis 16 Uhr am anderen. Also es gibt jetzt schon einige Einreichungen, die quasi Abendprogramm machen. Es wird um 23 Uhr einen Live-Podcast geben. Es gibt noch Online-Spiele. Ich habe schon gehört, dass welche nachts noch Minecraft zocken wollen. Also da versuchen wir so ein bisschen diese Energie, die es in Hackathons gibt, halt auch in so ein Event mal reinzunehmen. Genau, Call for Participation ist sozusagen auch einfach eine Wiki-Seite. Da können jetzt am Montag ging die Infomail raus. Leute quasi Lightning Talks vorschlagen, es können Sessions, Workshops vorgeschlagen werden, es können Assemblies vorgeschlagen werden. Nur das funktioniert dann so, man hat hier wie beim Wiki üblich rechts die Bearbeiten, links, kann dann sich einfach in die Liste mit reinschreiben und quasi dahinter in eine eigene Seite in eine Kurzbeschreibung legen der Session. Ich weiß nicht, ob ihr das, Moment, gehe ich nochmal drauf, gesehen habt, das geht jetzt bis zum 3. Juni. Hier ist der Link. Ups. Ich zeige das gerade nochmal im Ablaufplan. Zeitleiste, genau. Also hier quasi Call for Participation. Hat es eigentlich mit Beginn Ticketverkauf gestartet. Ab dem 4.6. Läuft quasi die Abstimmung über das Programm. Das heißt, alle, die teilnehmen, kriegen dann einen Link zu einem Mentimeter zugeschickt und können dann abstimmen, welche Lightning Talks, welche Sessions, welche Workshops sie ins Programm mit aufnehmen wollen. Genau, so, Moment, springe ich wieder zurück. Das ist das, Call for Participation. Genau, dann ist jeder, der angemeldet ist, kriegt quasi auch dann einen Invite zum Wiki. So entsteht hier die Teilnehmerliste. Na, wie beim Wiki üblich sieht man hier, das sind alles Links automatisch. Na, manche, weiß nicht, ob man das erkennen kann im Screenshare, manche haben hier so eine gestrichelte Linie. Das ist so ähnlich wie bei Wikipedia ein roter Link. Also das heißt, da ist noch keine Seite dahinter. Andere, wie jetzt hier der Frank zum Beispiel, da ist der Link durchgestrichen. Die haben zumindest mal schon so eine Basisinfo da reingeschrieben. Oder ich habe gesehen, der Silber hat sich auch schon eingetragen. Ja, siehst du, sogar mit großem Bild. Genau, also da laufen jetzt so die Profile. Da haben die Leute dann auch direkt Zugang auf die E-Mails. Dann kann man sich kurz schließen mit den Leuten. Dann gibt es die Info zum Chat, also wer halt noch nicht im Chat ist, sodass man hier reinkommt. Wir haben hier eine Sektion gemacht mit Bildern, also dass jeder so seine Fotos von Flipcharts, von Sessions, auch Impressionen, Fotos da direkt hochladen kann. Benedikt, ein Kollege von mir, arbeitet gerade am Konzept, wie wir auch ein Impressionen-Video hinbekommen. Also beim Barcamp physisch ist ja immer ganz cool, man filmt so die Atmosphäre und macht ein paar Interviews, eine schnittige Musik drunter und hat ein fertiges Video. Und wir wollen auch ein cooles Impressionen-Video haben diesmal, aber eben von einem virtuellen Barcamp. Also falls da jemand gute Ideen hat, gerne melden. Na, dann haben wir noch die FAQ. Da pflegen wir jetzt so nach und nach einfach Antworten auf Fragen, die oft auftauchen, entweder per Mail oder per Kontaktformular oder eben auch im Chat, wo halt Fragen kommen. Das schreiben wir hier so Stück für Stück fort. Und wir haben hier innen drin auch im Zugriff die Twitter-Wall. So, das ist mal so eine Tour durch das Wiki. Überall hier am Rand diese Seite bearbeiten. Also theoretisch kann jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin jede Seite bearbeiten. Das ist vielleicht so, wenn man jetzt an so typische Konferenz-Webseiten denkt, wo man das normal nie kann, könnte ich mir vorstellen, dass so Leuten da erstmal die Fußnägel hochrollt und die davon ausgehen, dass ihnen alle Seiten zerschossen werden. Wir gehen halt einfach mal davon aus, dass die Leute, die zu so einem Camp kommen,
vernünftig und uns wohlgesonnen sind. Und auf der anderen Seite, selbst wenn jemand was kaputt macht, kann sie mal vielleicht zeigen, ich gehe mal auf die Programmseite. Na, im Wiki hat man ja immer kompletten Versionsverlauf. Also ich könnte mir quasi auch sofort alte Versionen wiederherstellen, wenn jemand jetzt sagt, er muss da Schindluder treiben auf der Seite. Genau, dann würde ich eins noch sagen und dann können wir quasi in den offenen Teil gehen. Dieses hier, das ist das, was im Moment am meisten Brainpower reinfließt, also Abendveranstaltung. Wir wollen, ursprünglich war der Plan, in Bonn gibt es so eine schöne Halle, da stehen Wohnwägen drin und da ist Sand drin und da kann man sich Catering hinholen und kann sich dort auch so Wohnwägen mieten zum Übernachten und dort hätte die Abendveranstaltung stattfinden sollen. Und jetzt haben wir natürlich ein Setting, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit die ganzen Teilnehmer bei sich zu Hause sind, also im Wohnzimmer, im Esszimmer, in der Küche, wo auch immer. Vielleicht mit Freunden, vielleicht treffen sich kleine Gruppen von Teilnehmern zusammen. Also das ist so das Grundsetting, auf das wir uns einstellen. Und die Idee ist quasi, dass wir über ein Microsoft Teams Live-Event sozusagen abends einen Livestream laufen haben die ganze Zeit und über dem Programm ausspielen und parallel den Chat haben, um sozusagen von allen Tischen virtuell was mitzubekommen. Also das ist so ein bisschen das Grundrauschen und Plaudern, was man jetzt in so einem großen Raum auch hören würde. Und dann gibt es eben einzelne Dinner-Tables, wo wir auch einen Vorschlag machen werden, wo sich Leute zu welchem Tisch zuordnen, wo sie dann essen gemeinsam, dass man einfach nochmal die große Gruppe, wir rechnen auch wieder so mit 120, 150 Leuten, in so typische Tischgröße 6 bis 8, wo halt sich ein Gespräch entwickeln kann, zuordnen. Ne, und dann quasi in diesem Raum trotzdem auch der Livestream läuft. Wir werden vorneweg so ein paar kleine Interviews und so Jingles recorden, die wir in den Livestream dann einspielen. Und wir wollen auch Live-Schalten in die Räume machen. Das wird jetzt vorher auch noch per Formular abgefragt, wer da Lust dazu hat. Ja, weil wir einen kleinen Wettbewerb machen. Ich halte es mal ins Bild. Wir haben mal vor ein paar Jahren bei Audi, was man das sehen kann, so ein Kochbuch gemacht. Audi kocht hieß das. Als so ein Crowdsourcing-Contest im sozialen Intranet. Da konnte einfach jeder Mitarbeiter, damit man mal so ein bisschen Innovationsprozesse übt, ein Rezept einreichen. Und die wurden dann bewertet und die besten Rezepte wurden in das Kochbuch übernommen. Und sowas Ähnliches machen wir auch. Wir fragen die Leute, was ist denn das Rezept, was ihr jetzt für euer Conference-Dinner im Lost Camp kocht. Das kann man dann über ein Formular beisteuern. Wir machen da hinterher quasi ein gedrucktes Kochbuch draus. Das kriegen alle dann als Gimmick zugeschickt. Zu jedem Rezept gibt es so einen kleinen Slogan, wo jemand sagen muss, warum ist denn das genau das Rezept, was ich jetzt beim Lost Camp mache? Also was hat es mit lebenslangem Lernen oder Lernen in Organisationen zu tun? Das wird so quasi Dinner laufen von 19 bis 20:30. Wir spielen dann online ein Spiel. Dazu sage ich jetzt noch nichts, weil sonst schauen sich alle das Video nach und wissen dann schon, was gespielt wird. Aber da wird es quasi nochmal so einen Punkt geben, wo alle gemeinsam was machen und wo zwei Gruppen dann gegeneinander antreten und dieses Spiel spielen. Aber so ähnlich wie bei einer Hochzeit, auch nicht so, dass irgendwie das den ganzen Abend läuft und man sich denkt, wann sind die scheiß Spiele endlich zu Ende, sondern eher so kompakt 20 Minuten oder so und dann ist das vorbei. Und dann haben wir quasi ab 22 Uhr spätestens tatsächlich einen DJ. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der Guido. Kann mal kurz aufmachen. Guido Perl von Bayer ist der. Dance. So finde ich das nicht. Dance. Ah, hier. Dance, da fehlt ein E. Na, der hat jetzt in der Corona-Zeit angefangen, alle paar Wochen Samstag mal abends aufzulegen und einfach live ins Internet zu streamen. Da findet ihr, wenn ihr hier runtergeht, auch die, hat er jetzt viermal gemacht, ne? Dance Armada Release 1, 2, 3, 4. Ich da mal auf 1 draufklicke. Sieht man quasi hier den Stream, da gibt es einen Chat dazu. Ihr habt die Playlists hier, Apple Music, iTunes, Spotify, kann sich das anhören. Ihr tut auch den ganzen Mix hinterher auf Mixcloud stellen, wenn man sich das anhören will. Und der wird quasi an dem Abend dann sozusagen unser Live-DJ sein, Live-Musik spielen, wo wir auch dann immer zwischenrein wieder kurze Sprachsequenzen, also halt so ein bisschen wie beim Radio, ne? Dass zwischenrein immer mal was kommt. Nicht so nervig wie bei Bayern 5 oder Bayern 3, aber halt immer mal wieder eine Info. Und es ist einfach aufgerufen, dass am Abend auch noch ganz viel Kreatives stattfinden kann. Ne? Wie ich vorhin gesagt habe, Podcast-Recording,
selbstorganisierter Chat. Ich habe schon gehört, Leute wollen so einen kleinen Leitfaden-Hackathon noch machen, um 2 Stunden am Leitfaden weiterzuschreiben. Dann müssen wir mal gucken, wie lange das geht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da bis 1-2 Uhr nachts, so ähnlich wie letztes Jahr, halt auch unterwegs sind. Und dann geht es am nächsten Tag wieder los. Also das mal so als so ein Ritt quasi durch unseren Planungsstand. Wie gesagt, bis dahin sind ja noch so 6 Wochen Zeit. Also da kann sich auch noch einiges ändern. Aber das ist so der Stand, wo wir sind. Und jetzt würde ich einfach gucken, dass wir die letzte Viertelstunde haben wir ja noch, falls es bei euch noch Fragen gibt. Ich konnte jetzt nicht so viel in die Kommentare schauen, dass ihr einfach Mikro aufmacht und wir einfach auf die Fragen jetzt noch eingehen können. Oder ihr sagt, es ist alles geklärt, dann... Simon, ich hätte eine Frage. Katja, hier. Ja. Ja? Von Audi. Wenn du nicht mehr zu uns kommst, komm ich halt zu dir. Sehr gut. Ja, also tolle Gelegenheit jetzt. Ich habe mich natürlich immer mal so ein bisschen zwischendurch damit beschäftigt, aber habe noch nicht so ganz verstanden, genau, wie diese Community aufgebaut ist. Es gibt ja auch hier in Hamburg Meetup-Gruppen. Und war jetzt nochmal eine schöne Übersicht zu sagen, okay, um was geht's eigentlich? Ich habe so im Kalender geguckt, aktuell gibt es noch ein Meeting in Ingolstadt, was mit Sicherheit nicht stattfinden wird. Ist gerade schwierig zu planen, aber ich hoffe, ich kann auch kurzfristig dann noch buchen. Und bei mir ist gerade so das Thema, ich fange jetzt ja so auch so ein bisschen an mit diesen ganzen Community. Ich kann immer noch nicht so viel beitragen und ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich da so einfach so an irgendwas teilnehme und noch gar nicht so viel mitbringen kann, aber das wäre so okay für den Einstieg. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir haben zum Beispiel im Podcasting Barcamp mittlerweile sogar, fangen wir immer schon 2 Stunden vorher an und machen Onboarding für Newbies, ne, wo wir sowohl das ganze Thema Podcasting erklären, als auch so ein bisschen die Veranstaltung einführen und schauen, dass neue, auch ein bisschen die Leute gleich kennen, die so ähnliche Sachen machen wie man selber. Und das haben wir jetzt dieses Jahr nicht extra als Session, aber das fangen wir über Check-in und Infodesk ab. Also sehen quasi die 2, die das machen, sehen direkt oder fragen dann auch jeden, ob sie neu sind, was für Themen sie interessieren. Und dann kriegst du gleich 2, 3 Namen mit und Links auf Profile, wo du dann dich mit verbinden kannst, wenn du willst. Wenn nicht, tauchst du einfach ein in die Veranstaltung. Mhm, okay. Ja, super. Genau, Wahnsinn. Ich würde mich freuen. Ja. Genau, der Moritz schreibt sich im Chat, habt ihr darüber nachgedacht, die Vorbereitung künftig mit MS Teams abzubilden, mit Dokumentation über OneNote? Ja, hat man kurz mal überlegt, aber mir ist im Moment das Teams und Office 365 Universum noch zu geschlossen. Also das heißt, man kriegt die Leute da zu schwierig rein, man muss den Gastaccount geben, dann gibt es, weil wir ja schon so ein bisschen in Richtung Professionals zielen, gibt es viele Unternehmen, die blockieren, dass Leute in den anderen Tenant rein können als Gast. Aber ich habe gesehen, Moritz, du hast dich gerade mit Video eingeschaltet. Sag gerne auch noch was zu der Frage oder zu der Idee. Ja, also erstmal vielen Dank, dass du auf die Frage eingegangen bist. War nur so ein grundsätzlicher Punkt, der mir gerade durch den Kopf gegangen ist, weil du heute am monatlichen Treffen ja auch gesagt hast, dass du jetzt auch die Treffen über Teams durchführst. Ja. Und da hätte ich jetzt gedacht, da hat man diesen Bruch nicht. Dann hat man halt so ein Main-Tool, mit dem man vielleicht arbeitet, wo man ja auch eine gute Dokumentation machen kann, die Daten ja auch im SharePoint nicht verloren gehen und immer mehr Unternehmen ja auch damit arbeiten werden, perspektivisch. Aber ich gehe komplett mit, dass es zum Teil noch ein bisschen buggy ist und es doch in einigen Bereichen noch komplizierter ist und wo Tools wie Zoom oder andere Dinge halt irgendwie noch ein bisschen geschmeidiger ablaufen. Ja, naja, Zoom, weiß gar nicht, ob Zoom unbedingt, also was für uns halt wichtig ist, dass dieser ganze Flow, jemand registriert sich, ne, und wie kriege ich den schnell in die Infrastruktur? Na, im Moment sieht es halt so aus, ich klicke hier drauf, gehe quasi in Richtung Eventbrite, dort kann ich mir ein Ticket klicken, sobald ich das Ticket habe, mit der Begrüßungs-E-Mail, die rausgeht, kriege ich sofort den Link geschickt, um in Telegram zu kommen. Dann wird nachts quasi einmal werden alle neuen Nutzer gesammelt über eine API und die kriegen automatisch eine Einladung ins Wiki. Und den Prozess kriege ich schon nicht so flüssig durchautomatisiert, wenn ich das in Teams Office 365 mache. Plus ich müsste quasi, damit Leute sozusagen auch auf sowas wie SharePoint kommen oder wirklich das Team sinnvoll nutzen können, das OneNote machen können, muss ich sie halt alle zumindest mal als Gast mit einem Login in meinem Tenant drin haben. Ja, und das ist halt viel schwergewichtiger jetzt für so ein Community-Event. Wenn ich jetzt eine Akademie wäre, die
2 Jahre mit jemandem im Studium zusammenarbeite, ist das kein Problem. Aber jetzt für ein Event ist es mir irgendwie, fühlt es sich noch nicht leichtgewichtig genug an. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Richtung, in die sich auf zu denken lohnt und zu gucken lohnt, wenn das mal einfacher wird. Ne, der Magnus von euch macht das ja mit dem Teams Barcamp auch. Ja, aber die haben halt genau diesen Prozess dahinter, ne? Mit alle Leute einladen und kommen die rein und dann muss der eine mit seinem privaten iPad. Das sind mir noch zu viele Steine irgendwie im Weg. Okay, kann ich absolut verstehen. Ich hätte nur gedacht, sozusagen eine Schnittstelle oder einige Schnittstellen, die man nicht mehr hat, wäre zum Beispiel auch, dass man nicht mehr über Telegram chatten muss, sondern theoretisch auch den Teams-Chat ja auch gleich mit dabei hat, den Leute als App ja auch im Handy haben können und man dann halt auch nicht wieder verschiedene Schnittstellen hat, wo man immer von der einen in die nächste springt. Aber ich denke mal, da sind wir auf dem Weg und irgendwann wird der Punkt vielleicht kommen, wo es dann reibungslos geht. Und Irgendwann wird sich der Teams-Chat auch mal so geschmeidig anfühlen wie der Telegram-Chat und man wird sein eigenes Hintergrundbild da reinpacken können und so. Genau. Da gibt es ja auf User Voice schon viel Wünsche auch. Ja, aber cool, auf jeden Fall richtige Stoßrichtung zu denken. Wenn es intern wäre, zum Beispiel die gleiche Veranstaltung, würde ich sofort sagen, ne, alle haben einen internen Office 365-Account, gäbe es überhaupt keine Frage, würde ich das sofort über Teams machen. Komplett, du sagst. Joachim hat die Hand gehoben. Simon, wo kommst du in dem Ablauf an die E-Mail-Adresse ran? Aus Eventbrite raus oder wie kommst du für die E-Mail-Adresse? Genau, das läuft über Eventbrite. Wir waren vorher bei Pretix. Haben das vorher über Pretix gemacht, weil das ist auch so ein Community-Event, kommt auch aus dem Chaos Communication Act, so ein bisschen. Ja, die unterstützen auch viele Events und so, deswegen habe ich das angefangen. Die hatten einen großen Nachteil, dass sie kein Billing machen. Also dort musst du dich erstmal komplett um Zahlungsprovider kümmern. Wir haben dann, wie heißen die? Sprite, glaube ich. Sprite, die machen quasi Kreditkarten, PayPal-Abrechnung. Dann hat man aber vorher mal eine Umfrage gemacht, tatsächlich bei den Teilnehmern vom letzten Jahr, so stichprobenhaft, und haben gefragt, wie viel von euch müssen mit Rechnung bezahlen? So, und das war durchaus die Hälfte der Leute. Und da musst du bei Pretix quasi, die verschicken zwar noch eine Rechnung, aber du musst selber mit der Hand den Zahlungseingang auf dem Konto nachverfolgen und musst dann in Pretix den Haken setzen, ist gezahlt. So, und da hat einfach bei uns überhaupt keiner Zeit und keiner Lust und dann bleiben die Buchungen irgendwie ewig liegen. Deswegen haben wir jetzt mit dem Schnitt Präsenzveranstaltung zu online sind wir gewechselt zu Eventbrite und fragen quasi dort über eine Schnittstelle die Teilnehmer ab. Mhm. Genau. Und noch eine Nachfrage mit der Musik. Wie macht ihr das mit der GEMA? Ja, da sind wir gerade noch dran. Der Guido Perl, der legt ja eh schon im Netz auf. Der hat jetzt bisher das wohl immer so gemacht, dass er über Mixler gestreamt hat. Und in dem Mixler-Stream ist das so, dass Mixler die GEMA-Gebühr übernimmt. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir irgendwie der GEMA nicht ganz kleinen Betrag für den einen Tag bezahlen müssen, weil wir eben nicht über Mixler streamen, sondern über Microsoft Teams Live Events. Mhm. Mhm. Um dort halt mehr Kontrolle zu haben, um dieses Produktionsstudio zu haben, um bessere Audioqualität zu haben. Das hatte ich für das Camp letztes Jahr auch schon mal geguckt. Das ist so irgendwas Größenordnung 1500 bis 2000 Euro für ein Abendevent. Je nachdem, da gibt es so ein paar Optionen, ob du da exakt deine Playlist abgibst oder ob du eine Flatrate hast oder so, aber irgendwas so klein vierstelliges. Kannst du dir vorstellen, dass man in einer Pause zum Beispiel so Rückenschule, Achtsamkeitsübungen und sowas macht, weil die Menschen ja doch sehr viel daheim. Kann man sowas machen? Kannst du sowas vorstellen, dass es funktioniert? Ja, das ist lustig, dass du das fragst, weil die heute früh war der Hadi und die Rebecca waren im Community Call. Die schreiben ja gerade an dem LernOS Mindfulness Guide. Mhm. Und die wollen eine Assembly machen. Die haben eben auch so einen Lernpfad mit so Achtsamkeitsübungen, so Bodycheck und Ein-Ausatmen-Übung. Und die war dann nachher noch ein bisschen länger im Call. Und wir wollen an einer Stelle in das Programm tatsächlich sowas aufnehmen, dass wir mal ein, zwei Übungen mit den Leuten gleichzeitig machen. Und ich war letzte Woche in einer Session, die mich total begeistert hat. Und zwar hat da jemand zu einem Thema so eine Fuck-Up-Session gemacht. Also da ging es um internes Podcasting und was für Fuck-Ups gab es da. Und der hat gesagt, dafür, wenn jeder erzählt, was er für schlechte Erfahrungen gemacht hat, gibt es gar keinen Grund, dass wir die ganze Zeit vor einer Videokonferenz sitzen. Der hat empfohlen, setzt euch einen Kopfhörer oder Headset auf, spaziert durch den Wald oder wo auch immer und nehmt an dieser Session teil. Und das war so relaxing. Du hast den Leuten ganz anders zugehört. Du warst in Bewegung, frische Luft. Ne? Und ich bin jetzt auch gerade am Überlegen, so eine Session anzubieten. Vielleicht vor oder nach der Mittagspause, ne, dass man da eben dann auch mal so eine
was macht, was du normalerweise im Barcamp nicht machst oder selten machst. Mhm. Ich sehe, die Sandra hat auch nochmal die Hand gehoben. War das nur eine Übung oder? Bestimmt aus Versehen. Aus Versehen. Ich diskutiere eigentlich gerade mit Joachim und Nadine, die auch hier drin sind, in einem extra Chat. Und wahrscheinlich ist das aus Versehen passiert. Entschuldigung. Kein Problem, ja, kein Problem. Genau, die Angela hat oben noch ein bisschen weiter oben im Chat gefragt, was ist mit Learning Circle Begleitung für Teilnehmer im dritten Quartal gemeint. Wir werden ab dem vierten Quartal eigentlich so ein Angebot launchen, dass man Circle in Woche 0, 4, 8, 12 ein bisschen unterstützt, indem man sozusagen sie darauf hinweist, was passiert in den nächsten 4 Wochen, wie organisiert ihr euch, auf Fragen eingehen kann. Na, und das wollen wir im dritten Quartal erproben quasi. Und wir bieten allen Lernois Camp-Teilnehmern an, sozusagen da die Versuchskaninchen zu sein, da ist das kostenlos. Na, und die werden dann halt die Möglichkeit haben, ab Juli, August, September an so einer Circle-Begleitung teilzunehmen, wo wahrscheinlich so 40, 50 Leute, 10, 12 Circle wahrscheinlich teilnehmen und wir das einfach mal ausprobieren, Feedback einsammeln. Das ist damit gemeint. Genau, 2 Minütchen haben wir noch. Ah, Moritz hat einen virtuellen Würfel gemacht. Auch gut, ja. Würfel jetzt. Ja, okay. Ah, auch nicht schlecht. Ja, sehr gut. Können wir gleich als Link mit aufnehmen. Danke dir. Genau, Patricia fragt, sie hat nur WOL-Erfahrung, keine LernOS-Erfahrung. Klar, macht das Sinn, wenn du sozusagen da auch an den anderen Lernpfaden Interesse hast, sei es Getting Things Done, sei es Objective Key Results, sei es auf die anderen Leitfäden wie Sketchnoting. Also da würde ich einfach empfehlen, schau dich mal um auf der lernos.org-Seite, da sind ja die ganzen Leitfäden verlinkt. Es gibt jetzt in dem Sinne keine Schulung oder Einführung oder so, sondern es ist halt eher die ganze Community vor Ort, aber es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort, einen besseren virtuellen Ort, um da halt genau seine Fragen zu stellen und dann hinterher loszulegen. Also es ist überhaupt kein Einstiegslevel irgendwie notwendig dafür. Ganz im Gegenteil. Also es wird sicher auch in der ersten Session-Runde so eine LernOS 101-Session geben für Leute, die halt da noch gar nicht so drin sind, ne? Dass man da halt ziemlich schnell dann so eine Druckbetankung in Anführungszeichen kriegt. Sind wir auch gerade noch am Überlegen, ob man die nicht sogar an dem 23. dann vielleicht um 14 oder 15 Uhr macht, vor dem Opening. So, da ist vielen Dank. Links, cool mit dem DJ. Genau, also ich denke, die Fragen sind soweit beantwortet. Ich habe sonst auch nichts mehr. Danke ich euch, dass ihr da wart. Ja, danke dir, schön. Simon. Vielen Dank. Ja, Fragen. Gerne. Danke fürs Anteasern. Ja, ja, gerne. Auf jeden Fall. Gerne. Schönes Wochenende dann in Bälde. Macht's gut. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ciao.